Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio Nerdstar. Ihr fragt euch sicherlich direkt, wo ist Marci? Kein Dirk? Die haben uns heute ins kalte Wasser geschmissen und gesagt, ihr beiden macht das jetzt. Jo. Eigentlich hatte Marci gesagt, da kommen noch Gäste. Also ich, natürlich Doms, ist ja auch irgendwie ein Gast aktuell. Ne? Ich habe mich hier gerade hingefläzt auf diesen wunderschönen Thron, wo eigentlich sonst Marci und Dirk abwechselnd sitzen. Bei Radio Nerdstar gewöhnlich, ja. Bei Marci. Und es ist heftig geil, muss ich sagen. Es ist schön, ja. Also diese Privilegien genieße ich gerne. So. Hast du auch quasi schon eine Krone auf? Als ich habe quasi eine Krone auf, ja. Ein Hut, das ist ja stylisch, ne? Muss ja auch mal sein. Man will ja gut aussehen fürs Radio sozusagen. Apropos Radio, ich bin übrigens Flo, für die Leute, die uns jetzt gerade nur hören. Ja. Wir haben uns heute überlegt, uns wurde gesagt, wir sollen heute über Echtzeitstrategiespiele reden. Ein wunderschönes Thema. Ein wunderschönes, richtig großes schön. Thema. Ja, vor allen Dingen das. Gestern war ja Age of Empires, der Release von der Definitive Edition. Die Marci exklusiv alleine spielen durfte. Richtig, die er alleine spielen durfte. Komm, wir trinken was. Prosit. Ja. Und ja, und er meinte dann, komm, wir reden da direkt drüber, weil ich hab Bock, er ist angefixt und ja. Ja, ich durfte leider nur den Stream anschauen und hoffe, dass ich heute vielleicht nochmal einen Blick drauf werfe, weil tatsächlich, wir befinden uns gerade im Livestream für die Zuhörer. Wir gehen zwischenzeitlich auch mal in den Chat ein und gleich gibt es im Anschluss auch noch Age of Empires. Ich hoffe, da kann ich auch mal reingucken, wenn wir uns jetzt hier schon mal so anfixen. So. Wahrscheinlich darfst du aber nicht spielen, weil Marci dann wahrscheinlich wieder im Studio ist und spielen möchte. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, das war ja früher so. Also wenn wir dann jetzt auch gleich dann so in das Thema einsteigen werden, war es früher auch so, dass einer gespielt hat und der andere zugeguckt hat. Das war ja früher so, in unserer Kindheit war es schon gang und gäbe, dass die Freunde zugeguckt haben, wo es auch spannend war, diese quasi analogen Let's Plays, so live und unplugged. So. Ja, das stimmt. Ich hatte auch Freunde dabei dann bei Final Fantasy, wo dann gesagt wurde, wo ich dann gefragt habe, darf ich auch mal spielen? So, nee, ist gerade voll wichtig, die Story. Da muss ich auch einfach spielen. Und dann saß man da so 2-3 Stunden neben und hat, manchmal hat man gedacht, boah, geile Story. Ja. Bei schlechten Spielen hat man dann aber gedacht, so, ja, das macht jetzt, glaube ich, nur Spaß beim Mitspielen. Apropos Mitspielen, ihr könnt quasi auch mitspielen heute. Boah, das war super. Es geht. Falls ihr Meinung habt zu Echtzeitstrategiespielen, einfach eine Sprachnotiz an podcast@nerdstar.de schicken. Und die können wir dann auch in der Sendung uns anhören. Apropos erste Erfahrungen. Nicht mit Spielen, sondern Echtzeitstrategiespiele. Wann hast du dein erstes Echtzeitstrategiespiel gespielt und welches war das? Ich war ein kleiner Piefke. Ich weiß es gar nicht. Also wie gesagt, das war zu diesen Zeiten, wo man ja so zu zweit, zu dritt auf so einem richtig kleinen Fernseher noch auf der Röhre gesessen hat und die PlayStation gezockt hat und so. Ich kann nicht ganz genau sagen, welches das erste war, aber ich habe halt mit solchen Sachen wie Dune 2000 damals auf der PlayStation 1 und mit natürlich klassisch Age of Empires 1 angefangen. Und das hat direkt eingeschlagen. Ich war Feuer und Flamme für Echtzeitstrategiespiele. Das war super. Ja, ich habe auch ziemlich früh damit angefangen. Mein Bruder, ich habe zwei ältere Brüder und der eine hat sich Mitte der 90er einen Computer gekauft, den er aber nicht bei sich ins Zimmer stellen durfte. Da haben unsere Eltern gesagt, so, nee, der muss an einen öffentlichen Ort. Öffentlicher Ort. Irgendwo ein Treppenhaus oder so. Nee, der stand dann tatsächlich im Keller. So wurde also das Kellerkind geboren dann. Ja, ganz genau. Ich habe tatsächlich im Keller angefangen, Computer zu spielen. Je. Und ich durfte dann auch so eine Stunde am Tag mal Computerspiele spielen. Und mein Bruder hat sich dann auch Age of Empires gekauft. Mhm. Doch, gekauft hat man es damals noch. Und das habe ich dann unter anderem, das habe ich dann auch tatsächlich gespielt. Das war eines der ersten Spiele, die ich gespielt habe, Age of Empires. Mhm. Ich war unglaublich schlecht. Ja. Auf sehr leicht habe ich immer gespielt. Und selbst da habe ich die Kampagne, glaube ich, nicht geschafft. Mhm. Aber auch Kampagnen gebaut selber und Age of Empires ja gespielt. Civilization, wenn das auch dazu zählt, habe ich auf der PlayStation 1 auch gespielt. Civilization 2. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das ein Echtzeitstrategiespiel ist. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber gut. Ja, ich weiß gar nicht, wie das damals bei mir war. Also natürlich, als Age of Empires rauskam, ist es wirklich bei allen gelandet. Gefühlt hatte jeder
junge und junge Heranwachsende Age of Empires gab. Damals haben wir auch nur jungen Computer gespielt. Ja, ich weiß gar nicht, wann das war. Das, ich glaube, 2000, ich war 6 Jahre alt, war, glaube ich, die Zeit, wo mein Bruder damals mit einem Computer angekommen ist. Ich hatte damals tatsächlich mich erstmal in diesen Karton gesetzt. Fand ich erstmal spannend so, ja. War mein Raumschiff und so weiter, bis ich dann wirklich die Vorzüge eines Computers entdeckt habe. Und ich hatte auch einen Vorteil, weil ein guter Freund von ihm war so ein bisschen ja, computeraffin schon und hat halt dann auch schon so Spiele gebrannt, ne? Ja. So gecrackte Sachen und so. Da hatte ich unter anderem dann den Bezug zu Command & Conquer bekommen, was mich dann auch sehr begeistert hat damals. Aber irgendwie war einfach Age of Empires da und die anderen hatten es auch. Und du hast dich mit den Leuten auf dem Schulhof unterhalten. Damals, es gab die Kinder, die Lösungsbücher hatten. Die waren uncool oder das waren die Privilegierten. Ja. Und du hattest, da fällt es mir ein, vor allen Dingen bei Indiana Jones, das ist jetzt kein Strategiespiel, aber da fällt es mir gerade dieses Beispiel ein, da gab es ja dieses Point-and-Click, waren auch Rätsel. Und du hast dich auf den Schulhof betroffen und mit allen Leuten diskutiert, wie weit bist du und kannst du und so weiter. Und das hast du mit Strategiespielen auch gemacht. Wir haben uns alle dann morgens am nächsten Tag getroffen und dann hast du über deine Schlachten da erzählt, wie du da Age of Empires gerockt hast oder auch nicht und versucht irgendwie Tipps rauszuholen und so. Das dann hat irgendwer gut. anders auf dem Schulhof gesagt, so, ja, ich habe hier Cheats benutzt und sowas. Mhm. Und damals war das noch, entweder war es ziemlich cool, so von wegen, was sind Cheats, was machen die? Und dann zum Beispiel Big Boy und Pepperoni-Pizza, so, das muss ich auch mal zu Hause ausprobieren. Aber natürlich gab es dann auch diese gefälschten Cheats, so, ja, ich habe den, ja, bei mir funktioniert der aber. Und stimmt, Cheats wurden dann ausgetauscht, mögliche Cheats. Genau. Aber auch, ich fand auch immer sehr schön, damals gab es ja noch die Beipackhefte, die Hefte, die dabei waren, die einfach auch 100 Seiten teilweise dick waren und Geschichten erzählt haben und hinten immer so 10 Seiten Notizen waren, um sich Sachen aufzuschreiben. Fand ich auch immer sehr schön. Ja, stimmt, da gab es ja immer diese Notizen. Aber gut, wir sind nicht drum rumgekommen, Age of Empires und andere Echtzeitstrategie zu spielen. Die Frage ist jetzt aber eigentlich, womit wir sowieso starten sollten, ist: Warum begeistert uns eigentlich Echtzeitstrategie? Was macht das ganze Genre aus? Warum sind wir Feuer und Flamme dafür? Ich glaube, das ist einfach einer der wichtigen Punkte, ist, dass egal ob Einzelspieler oder online, dass einfach jede Partie anders ist. Mhm. Das könnte ich, weil du startest halt, also die Kampagne, die ist halt immer relativ normal, aber wenn du ein freies, benutzerdefiniertes Spiel hast, dann startest du irgendwo auf der Karte, kannst mal schwer machen, mal leicht, kannst viele Gegner, wenige Gegner. Und dadurch ist es sehr interessant einfach, dass einfach immer ein Unterschied ist. Mhm. Du hast nie das gleiche Spielgefühl. Also bei mir war das ja weil es damals angefangen hat, bei mir war das irgendwie ja eher so noch kindlicher. Also ich fand das schon immer, ich habe auch als Kind sonst immer im Sandkasten mit Plastiksoldaten gespielt. Und das war auch immer toll, hast dir so irgendwie Burgen gebaut und irgendwelche Berge noch hingeklatscht und dann so versucht, da irgendwie Schlachten nachzuspielen. Und dann hast du es auf dem Computer gemacht. Und das war damals irgendwie so voll das Erlebnis, weil du hast es doch mit deiner kindlichen Fantasie noch irgendwie hochgepusht und warst irgendwie voll in diesem Film dran. Ich fand das auch immer schön, weil man, also irgendwie so lapidar gesagt, man hat irgendwie auch Gott gespielt, ne? Ja, du warst so der ganz oben steht und gesagt hat, Leute, ich kommandiere euch jetzt herum, wir gewinnen die Schlacht. Und wenn du das gewonnen hast, war einfach super. Und natürlich, wie du auch eben gesagt hast, diese Cheats, das hat natürlich auch Spaß gemacht. Wenn du plötzlich, weiß ich nicht, Jungsteinzeit oder was bist du, und plötzlich hast du da so ein Auto, das Laser schießen kann, und denkst du, what? Und als Kind drehst du völlig am Rad. Das fand ich schon nicht schlecht. Das fand ich bei Rome Total War auch sehr interessant. Da gab es ja auch diese Elemente, wo du halt gegeneinander gekämpft hast. Mhm. Da gab es auch, auch Cheats, wo du Olifanten auf einmal hattest. Du konntest Elefanten irgendwo auf der Karte bekommen und konntest dann den Cheat mit Olifanten. Und dann hattest du einfach so Riesenelefanten, halt, die man aus Herr der Ringe sehr gut kennt. Ja, eben. Die Olifanten kommen ja aus Herr der Ringe. Deswegen. Genau. Und das war immer schon spannend. Man hat natürlich immer, also mir ging es immer, ich habe versucht, so, boah, heute spiele ich ein ganzes Spiel komplett ohne Cheat. Das schaffe ich. Classic. Hat man nie gemacht. Und dann irgendwann denkst du dir, boah, scheiße, ich habe jetzt den Angriff ein bisschen zu früh gestartet, war nicht gut. Okay, ausnahmsweise kannst du jetzt doch, ich glaube, ich habe keine Partie dann irgendwann ohne Cheat mehr gespielt, weil du denkst dir, ach komm, einer schadet ja nicht.
Und dann hast du auf einmal unendliche Nahrung. Vor allen Dingen als Kind hat man das ja so gemacht. Das war, man hat ja nicht diese Affinität zur Strategie. Also das musste sich auch erstmal entwickeln mit der Zeit. Das war vor allem eher so ein Erlebnis. Ne? Aber ich finde, wir können uns jetzt auf jeden Fall auch mal die Einsendung, die erste, die wir reinbekommen haben, von Bernie anhören. Ja, sehr gerne. Er ist auch ein sehr großer Echtzeitstrategie-Fan und mich würde schon sehr interessieren, was er denn da so für eine Meinung hat zu. Hi, Folks. Mega geiles Thema habt ihr euch da rausgesucht. Ich liebe Echtzeit-Strategiespiele einfach nur. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe damals sehr, sehr gerne zum Beispiel Command & Conquer gespielt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, oder zumindest fühlte es sich für mich so an, dass es einfach nicht so wirklich strategisch ist, wie ich es gerne hätte. Man hat eigentlich nur produziert, irgendwann aufeinander die Einheiten sozusagen, ja, gegeneinander aufgehetzt und wer dann, ich sag jetzt mal übertrieben, ein paar Einheiten mehr hatte, der hat eigentlich gewonnen. Und irgendwann kam ja dann Company of Heroes raus und der erste und auch der zweite Teil sind eigentlich bis heute wirklich so ziemlich das, was mir an Echtzeitstrategie einfach richtig, richtig Spaß macht. Ich liebe dieses Spiel, denn ja, man hat einfach so viele Möglichkeiten, geile Einheiten, ne, immer noch ziemlich, ziemlich geniale Grafik, also gerade auch noch bei Company of Heroes 2. Und ja, das ist ja von Relic, genauso wie das neue Dawn of War. Dawn of War ist auch absolut eins meiner Lieblings-Echtzeit-Strategiespiele. Und da hat Relic es auch einfach drauf. Auch wenn sie jetzt beim dritten Teil in Anführungszeichen ein bisschen verkackt haben. Sie wollten so ein bisschen in die MOBA-Schiene, hätten sie vielleicht lieber lassen sollen. Aber dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich richtig viel Spaß mit der Kampagne bei Dawn of War 3 hatte und auch der Multiplayer mir richtig viel Spaß macht. Gut, leider ist der Support jetzt eingestellt. Das heißt, es wird also keine DLCs geben, keine weiteren Völker und so. Ist schade drum. Und ja, abschließend muss ich noch sagen, dass ich eigentlich immer Augen und Ohren offen halte und wenn ich irgendwo etwas über ein neues Echtzeitstrategiespiel lese, sehe, dann sauge ich das direkt auf, weil ich dieses Genre einfach mega feier und ich kann nur vielen Leuten einen Tipp geben, guckt euch einfach mal, falls ihr davon nicht schon gehört habt, Iron Harvest an. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel in einem alternativen 1930 mit so Mechs unter anderem. Es sieht mega geil aus und die Entwickler haben als Vorbilder halt Dawn of War und Company of Heroes. Und ich bin da mega gehypt drauf. Ich hoffe auch, dass es eventuell dieses Jahr noch erscheint. Und ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Und ja, mega geiles Thema auf jeden Fall. Und schönen Gruß an alle aus der Nerdstar-Family. Ja, da hat man auf jeden Fall herausgehört, dass Bernie schon ganz gerne mal ein bisschen Echtzeitstrategie daddelt, ne? Auf jeden Fall. Er hat auch angesprochen jetzt Company of Heroes, war auch so eine Sache. Gut, da können wir jetzt gleich mal ein bisschen chronologisch dann weitergehen im Fahrplan. Super. War auf jeden Fall eine knackige Länge, ist alles gut gewesen. Ja. Super, Bernie, vielen Dank dafür. Also Company of Heroes habe ich tatsächlich nicht gespielt. Nee? Nee. Also bei, genau, machen wir einfach weiter. Also ja. es fing ja irgendwie alles mit Age of Empires an. Genau. Wie ich auch eben dann gesagt habe, Command & Conquer war dann ganz groß. Tiberian Wars und so und Alarmstufe Rot und so, das war, das hat mich auch sehr begeistert, weil du hattest dann noch diesen Kane war das, glaube ich, der da ungefähr in jedem Teil gestorben ist und immer wieder gekommen ist und ich glaube, der lebt immer noch, wenn er nicht gestorben ist, dann. Ich meine, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber was ich sehr geil fand bei Command & Conquer waren dann diese
echten Aufnahmen, also von Schauspielern. Mhm. Ja. Ich meine, das war bei zwei war das, glaube ich. Natürlich in einer total grottigen Qualität, aber da hat man einfach schon gesehen, dass die Leute da echt viel produziert haben. Und das war ziemlich cool, einfach wirklich diese echten Schauspieler zu sehen und zu denken, so, boah, die Story wird mir gerade richtig geil erzählt. Und genau, das war auf jeden Fall, das fand ich auch mal sehr witzig. Das war ja auch so in den 90ern so ein schöner Trend, dass man das gemacht hat mit diesen echten Aufnahmen. Ist ja leider dann ein bisschen zurückgegangen. Fand ich auch ein bisschen schade. Ja, aber trotzdem, das hat auch einfach Spaß gemacht, dieses Spiel. Und also prinzipiell ist jedes Strategiespiel irgendwie das gleiche Spielprinzip, aber trotzdem ist das so mannigfaltig, weil es einfach. Die unterscheiden sich so krass. Nimmst du Age of Empires, nimmst du Command & Conquer, Company of Heroes oder Dawn of War, wie Bernie auch eben angesprochen hat. Die sind so grundverschieden. Und natürlich darf man auch in dieser ganzen Sache dann Warcraft nicht vergessen. Das stimmt. Warcraft, Starcraft. Also Warcraft ist mir in Erinnerung geblieben wegen der absolut heftig geilen Kampagne. Also, das stimmt. Ich habe klar bei allen irgendwie eine Kampagne gespielt, aber bei dieser Kampagne, du hast einfach mitgefühlt, ne? Also jetzt keine Spoiler, es gibt bestimmt Leute, die das noch nicht gespielt haben und auf jeden Fall ist es ein Spiel wert, diese Kampagne. Und ich habe mitgefiebert einfach mit diesen Charakteren. Das war, also Blizzard hat das auf jeden Fall drauf, was das angeht. Ja, Blizzard hat ja eh das Storytelling sehr gut drauf und damit haben sie natürlich ihren den Meilenstein quasi gesetzt, die Latte hochgesetzt. Und viele Spiele machen seitdem, versuchen sie auch so eine Kampagne zu machen. Da erinnert mich ich mich an Schlacht um Mittelerde, die ja nicht den Hauptringkrieg, sondern den Krieg im Norden sehr versucht haben, charakterlich auszuarbeiten. Was natürlich leicht ist, weil die Story einfach existiert. Ja, eben. Aber Warcraft bzw. Blizzard hat es halt von Grund auf ausgearbeitet. Ja, da waren auch echte Brains hinter, das ist also richtig geil. Aber da sprichst du es auch wieder an. Also Schlacht um Mittelerde war auch irgendwo zwischenzeitlich auch bei mir unterwegs. Nach Age of Empires Command & Conquer kam dann auch... Das war tatsächlich für mich eine lange Pause. Nach Age of Empires bzw. Command & Conquer habe ich doch schon etwas länger nichts mehr gespielt. Und dann kam Schlacht um Mittelerde 2. Damit bin ich wieder eingestiegen und habe das dann ewig gezockt. Also ich hatte bei mir dann ging es bei mir auch mit Empire Earth weiter eigentlich. Das kam ja relativ danach, denke ich. Und da haben wir, also das fand ich halt deswegen geil, weil du ja wirklich von null an gestartet bist und dich dann bis in die Zukunft entwickelt hast. Und das war so heftig geil. Ich dachte mir immer so, boah, geil, ich bin erstmal so ein übelster Neandertaler und dann... Dann fängst du da an, so hier mit Lasern rumzuschießen irgendwann in einem Match. Das ist so geil gewesen. Ich habe Empire Earth erst gespielt, nachdem es ich entweder in der Computerbildspiele oder in der GameStar war. Stimmt, Computerbildspiele, der Klassiker. Genau, in der Computerbildspiele kann es gut gewesen sein. Und da gab es dann die Vollversion. Da dachte ich, okay, komm, das zockst du jetzt an. Das wird aber auch relativ spät erst gewesen sein. Ja. Aber das war schon cool, wenn du dann halt erstmal dich weiterentwickelt hast und dann hast du gesagt, gut, ich bin jetzt im dritten Zeitalter, denkst, du bist eigentlich schon viel zu spät dran und greifst dann wieder anders an und siehst, die sind gerade erst im zweiten oder sowas und du merkst einfach, dass du komplett oben drüber bist. Ja. Dazu muss ich sagen, es war auch sehr leicht. Ja gut. Da hast du dann immer diesen Vorteil gehabt, weil die einfach langsam waren. Also ich hatte, genau, also ich habe auch den zweiten Teil dann natürlich gezockt, der dann auch irgendwann mal kam, aber der konnte irgendwie nicht mal so richtig an den ersten ran. Weiß ich nicht. Und da war ich auch schon ein bisschen älter. Da fing ich auch an, über solche Sachen nachzudenken. Keine Ahnung, ich war in einem sehr, sehr frühen Stadium und meine Bogenschützen haben mit Feuerpfeilen geschossen. Und ich dachte so, ist das wirklich zu dieser Zeit schon möglich gewesen? So, dann kam plötzlich dieser historische Aspekt, wo ich mir dachte so, ist das so richtig? Kann das so sein? Ne? So denke ich mir so, alles klar, Kindheit vorbei. Bist jetzt irgend so ein komischer Dulli, der jetzt versucht noch hier die Richtigkeit des Spiels noch in Frage zu stellen. Toll. Ich bin raus aus dem Thema. Ich gehe dann erstmal Historienromane lesen. Ja, aber zwischen Empire Earth 1 und 2, wie du es angesprochen hast, gut, du hast jetzt Schlacht um Mittelerde 2 angesprochen. Ja. Ich habe mit 1 angefangen. Das fand ich so heftig geil, weil ich erstens übelster Herr der Ringe-Fan bin. Ich liebe dieses Franchise. Es ist, als ich damals hier Rückkehr des Königs gespielt habe, oh, das
das war verrückt. Und dann Schlacht um Mittelerde. Du spielst so einfach, du bist in Mittelerde und kannst diese ganzen Armeen hin und her bewegen und das Böse besiegen. So. Und oh, es war so gut. Und da konntest du mal so richtig toll reinzoomen. Es war so nah dran, du dachtest, oh mein Gott, du bist mittendrin in dieser Schlacht. Da gab es ja auch nicht nur den Story-Modus, sondern auch den Kampagnen-Modus, wo du quasi die Schlacht nochmal komplett den Krieg um den Ring komplett anders darstellen konnte. Was ja auch Battlefront, das erste Star Wars Battlefront und das zweite gemacht haben, wo du halt die Rebellion bzw. den Krieg halt anders machen konntest. Aber das fand ich auch sehr gut, dass du einfach quasi so risikomäßig gegen den Computer spielen konntest. Ich weiß nicht, ob man das auch online machen konnte. Ich habe es zumindest nicht gemacht. Ich weiß nicht, da war ich auf jeden Fall auch noch gar nicht in diesem Online-Bereich. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch ein 56K-Modem, wo du währenddessen nicht telefonieren konntest. Ja. Da durfte ich nicht online spielen. Ich weiß gar nicht, wie das genau war mit der ganzen Sache. Also damals, als Schlacht um Mittelerde rauskam, da waren halt noch die Zeiten mit den LANs. Ne? Da hast du, das waren auch dann diese Zeiten, wo du dich dann mit Freunden getroffen hast, irgendwelche Spiele hin und her geschoben hast und Fun-Maps gezockt hast bei WC3 und so. Das, oh Mann, ey, das war super. Damals, wo Dota noch ein WC3-Mod war. Ja, gute alte Zeiten, ist auch schon her. Oh ja. Ja, dann wie auch Bernie das angesprochen hat, Company of Heroes. Also mir fällt gerade auf, ich habe irgendwie zu jedem Strategiespiel irgendwie einen anderen Grund, warum ich es so sehr liebe. Company of Heroes war dann Zweite Weltkriegsszenario und das war auch gut. Also man hatte halt irgendwie damals, wurde man halt auch zugebombt mit irgendwie, weiß ich nicht, das waren die Zeiten, wo Medal of Honor, Battlefield und so Call of Duty 1, 2, 3 so noch irgendwie groß waren. Und da hat sie plötzlich ein Strategiespiel so mit Zweiten Weltkrieg, das war super. Aber das ist ja auch das, was Age of Empire sehr stark gemacht hat, dass sie einfach in ihrer eigenen Epoche geblieben sind. Mhm. Das erste, jedes der drei Teile, ich sag einfach mal drei Teile, auch wenn das dritte eigentlich unaussprechlich Schande. Ist. Aber auch das ist einfach in ihrer Zeit geblieben. Du hattest halt dieses doch sehr frühe Antike mit später dann mit dem Rom-Add-on bei Age of Empires 1, Age of Empires 2 dann eher Mittelalter und etwas später und das dritte war dann so in der Renaissance. Das fand ich sehr schön, weil du hattest einfach, die Story war einfach auch da. Die haben alles in diesen geschichtlichen Kontext gesetzt und das macht es einfach aus. Ja, also das war sozusagen unser multimediales Lernen damals. Ganz genau. Ich kann mich noch erinnern, da in der Unterstufe, so 5., 6. Klasse, da hatte ich noch so einen Geschichtslehrer, der war noch so vom alten Schlacht, der hat noch diese Filme da irgendwie auf Rolle noch irgendwie. Der war der Einzige in der Schule, der das irgendwie noch hingekriegt hat, das ganze Gerät zu bedienen. Und wahrscheinlich war auch er der einzige Grund, warum das überhaupt noch im Besitz der Schule war. Weil das war ja auch immer so eine Sache, ne? Irgendwie alle Lehrer oder so, alle normalen Menschen haben irgendwie einen Videorekorder, einen DVD-Player und einen Fernseher zu Hause, aber keiner konnte halt diese Geräte in der Schule bedienen. So, da musste immer der eine Schüler da machen. Ne? Ja. Du hast das so letztens gekonnt, mach mal. Ja. So. Und er macht da so mit seinen Filmchen, ne? Da hast du auch wirklich so, Doku-Filme und Schulfilme von, weiß ich nicht, 1970 gehabt oder was, wo man noch so Reenactment so nachgespielt hat mit irgendwelchen echt behaarten Neandertaler. Nee, plötzlich hattest du auch diese Geschichte eben durch Spiele gelernt, was ja auch Assassin's Creed jetzt sehr populär gemacht hat und jetzt mit Assassin's Creed Origins zum Beispiel dieser Discovery Mode oder Survival Mode oder was das war, wo du halt durch das Ägypten, durch das alte Ägypten laufen kannst und die Welt einfach erkunden kannst, ohne angegriffen zu werden. So hat man damals Geschichte gelernt. Ja, das war, also ich habe bei Age of Empires 2 besonders gerne die Kampagne um Barbarossa. König Barbarossa und auch Jeanne d'Arc gespielt und dadurch halt die Geschichte kennengelernt. Erst so, dass Johanna von Orléans diese junge Frau war, die dann einfach zu dieser Heldin wurde. Und also da war auch der Story-Modus auch sehr gut. Sehr geschichtsnah natürlich. Ja. Also ich hatte auch irgendwie dann wie ist das hier, Stronghold und so, Stronghold Crusader und so diese ganzen, wo dann das Mittelalter kam mit überwiegend Kreuzzügen. Das fand ich auch sehr spannend, weil da hast du eben dann diese ganzen Geschichten gehabt mit dem Sultan und alles. Ja. Und
Das war auch cool. Also mir hat das damals richtig Spaß gemacht. Erst diese ganze mittelalterliche Schiene, so mit eigener Burg aufbauen und damit Katapulten und alles angreifen. Und dann gab es ja auch Cossacks. Oh ja, das war auch cool. Das war auch durch irgendeine Computerbildspiele tatsächlich. Ja, aber ein Kumpel hatte das und da kommen wir wieder zurück zu diesem, der eine spielt, der andere guckt zu. Der hatte damals auch den Computer im Zimmer seiner Schwester gehabt. Die ist ein paar Jährchen älter gewesen, so Teenager-Alter, wir dann ja. Ein bisschen jünger. War halt immer ein bisschen schwierig, ne, weil wir zocken wollten. Und da saßen wir so bei ihr im Zimmer und wir mussten ja quasi mal rausschmeißen. Gab es halt auch immer große Konflikte so. Aber ich glaube, also Cossacks kam mir damals so richtig heftig vor, weil du so eine riesen Anzahl an Einheiten plötzlich hattest. Ja. Bist du ja wie mit deinen ganzen Kosaken einmal durch die ganzen Stützpunkt deiner Gegner gelaufen, alles niedergebrannt. Und ja, da hat der PC aber auch erstmal ordentlich arbeiten müssen, um das verarbeiten zu können. Das war super. Schön, wenn du einen Frame nach dem anderen gemerkt hast, weil ja. Einfach. Denkst du so, nein, halt es aus, komm schon! Das war aber auch ein wichtiges Erlebnis, dass man davor saß und gesagt hat, boah, bitte, jetzt nicht abstürzen, wir haben anderthalb Stunden daran gesessen, diese aufzubauen. Von wegen irgendwie taktisch spielen und so. Nein, du musstest eigentlich überlegen, wie viele Einheiten du bauen kannst, damit dein PC das noch überlebt und nicht plötzlich abstürzt. Ne? Das war das Strategische an den Spielen. Nicht die, aber das hatte Bernie ja auch angesprochen, dass ein Problem war, dass gar nicht so strategisch war, sondern dass am Ende einfach, wer einen Mann mehr auf dem Platz hatte, hat quasi gewonnen. Genau. Das stimmt. Ja. Und deswegen bin ich damals dann quasi zu Rome Total War gegangen, wo es halt auch wichtig war, dass du das Gelände genutzt hast. Und bin von da dann zu diesen anderen Strategiespielen, Europa Universalis, Hearts of Iron und sowas gekommen, wo dieser Schlachtenmodus quasi rausgefallen ist. Ja, also du hattest das ja, also fand ich jetzt so bei, früher hat man das halt auch nicht so gemacht. Du hast wirklich mehr so irgendwie erst Einheiten gebaut, die dir gut gefallen haben und so und bist halt nicht ganz taktisch an die Sache rangegangen. Irgendwann hast du gesagt, so okay, ich habe jetzt eine Riesenarmee, ich gehe da hin und mach dir irgendwie platt. Ja. Ne? So gegen den Computer ging das ja wahrscheinlich auch ganz gut. Und ja, gut, wenn man es jetzt so sieht, dann hast du halt jetzt auch verschiedene Typen von Spielern, ne? die halt aggressiv spielen, ja, dann die sich einfach, weiß ich nicht, 20 Mauern hintereinander bauen, um sich da einzuflezen, um bloß nicht angegriffen zu werden, so total defensiv spielen. Besonders dann diese Verteidigungstürme, die dann einfach die Einheiten kaputt machen und selbst sagen, gut, ich horte an und später baue ich dann alles, wenn ich baue dann auf einmal eine große Armee. Ja, also weiß ich nicht, das war damals nicht so, das war einfach irgendwie, oh, nett, ein paar Einheiten bauen und so. Aber das finde ich halt auch irgendwie doof, wenn du dann irgendwie so diese Taktik fahren kannst. Das habe ich ja jetzt, als wir mit Maxi jetzt im Januar bis eine Runde StarCraft 2 online gespielt haben, das war ja, also wir waren noch nicht mal richtig im Spiel drinne, schon hatte der Gegner eine andere Basis aufgebaut und so. Ja. Heftig schnell ging das, ne? Das ist irgendwie, da das reizt mich nicht. Also ich mag lieber so, so etwas langsamer Runden, wo man sich noch ein bisschen aufbauen kann. Das geht ja bei StarCraft gar nicht. Ne? Da hast du die ganzen Cracks, die da irgendwie zack, 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 die haben alles fertig gebaut, mit Hotkeys arbeiten, 1000 Einheiten schon gebaut haben und du so, ich klicke jetzt hier, ich klicke jetzt da, oh, ich könnte jetzt noch einen Arbeiter gebrauchen, zack, und plötzlich überrennen die dich. Das finde ich nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Nee, das hat mich auch bei Warcraft und StarCraft, was ich auch versucht habe anzuspielen, abgeturnt, dass einfach, ich habe versucht, gegen Freunde zu spielen, die aber auch diese Hotkeys und sowas hatten. Und ich war gerade so dabei, gut, mein Held ist jetzt auf Level 3 und dann kamen die mit der Armee und drei Level 10 Helden an und ich denke mir, Leute, ich konnte noch nicht mal einen zweiten Held bauen. Wo habt ihr die her? Ja, das gefarmt und sowas. Und du denkst dir, ja gut, das macht dann auch keinen Spaß. Das war auch so eine Sache, dann irgendwie auf LANs oder so, da zockt man so und ist plötzlich heftig beleidigt, ne? So, ich meine, du kennst es dann irgendwie aus dem Ego-Shooter oder so, wenn dir da einer einen Headshot gibt oder so, beleidigst du erstmal deine ganze Familie oder sowas, keine Ahnung. Aber das ist bei Strategiespielen auch, dann kommen sie da lang, oh, noch nicht, Mann, ich bin noch nicht fertig, hör auf damit! Ich baue hier noch, lass mich! So, das ist einmal voll fies, so. Du bist so am Daddeln, plötzlich kommt er vorbei, so, macht deine Einheiten kaputt, so, du denkst so, nein, mein Herzstück, ich baue hier mein Imperium auf und er macht es kaputt. Wie geht's nur? Das ist doch möglich. Ja. Da fand ich dann Spiele wie Civilization und sowas einiges besser, wenn es um Land ging, weil du da einfach wirklich, das war rundenbasiert, da wusstest du, gut, die anderen haben genau die gleiche Zeit, aber dieses andere, ich
hatte auch nie den, die Motivation, da wirklich schnell zu werden. Ich hatte einfach gegen den Computer hatte ich Spaß, aber gegen Freunde war das dann immer so, ja, gut, ist dann halt so. Ja, also das sehe ich auch. Also ich bin jetzt wirklich nicht dieser Typ, der dann irgendwie anfängt, hier so heftig schnell reinzukommen und möglichst schnell den Gegner zu töten. Ich finde es auch irgendwie cool, wenn man so wirklich was aufbaut. Ich mag es halt. Ne? Marci würde jetzt sagen, er ist so ein Schönbauer, wie er es gestern schon gesagt hat. Sehe ich auch manchmal so. Also bei manchen Strategiespielen hat es mir echt Spaß gemacht, so eine schöne Stadt aufzubauen und oh ja, hier bauen wir irgendwie ein paar Felder hin, da machen wir Kriegsgebäude, da machen wir eine Universität hin, hier bauen wir noch ein paar Wege dazwischen, eine Kreuzung und so. Das ist auch eben dieser Reiz gewesen, nicht nur eben Einheiten rumzukommandieren und irgendwie dann in einer gewissen Formation laufen zu lassen, hinten die Bogenschützen, vorne die Reiter und so, sondern halt auch irgendwie ja ein Imperium zu erschaffen. Ne? Dass du sagst so, okay, ich baue jetzt eine schöne Stadt und dann erobere ich einfach alles. Und so auch wenn irgendwann, als ich ein bisschen älter war, fand ich es auch mal toll, in Universitäten irgendwas zu entwickeln. Irgendwelche Technologien, da dachte ich mir so, haha, ja, meine Bevölkerung, sie ist so gebildet, Mensch. Die anderen sind nur Bauern, die machen wir alle fertig. Und wenn du dann gegen andere spielst, die sagen, warum machst du das? Das ist doch einfach nur Ressourcenverschwendung. Ja. Und die überrennen dich. Ja, wird jetzt auch wieder im Chat gesagt, aufbauen und dann muss sich das zu einer geilen Schlacht entwickeln. Das sehe ich auch so. Ja. Finde ich auch viel besser. Also, jetzt, wenn man so das Beispiel nimmt, wo ich mit Marci dieses Duell hatte in Age of Empires 2, da hatte ich ja diesen einen Mitspieler, der heftig aggressiv gespielt hat. Ne? Du hattest gar keine Zeit, dich aufzubauen, der hat da immer gestichelt. Und also hätte ich ihn als Gegner gehabt, hätte ich das auch richtig scheiße gefunden, weil das mag ich nicht. Ne? Das ist ja ungefähr so, was machst du da? Tipp dich jetzt an, was machst du da? Hör auf damit. So, ne? Und also ich finde es echt cool, dann baust du auf und irgendwie sagen wir mal so 10 Minuten Zeit oder so, du baust dir ein Imperium auf und dann geht's los. Alle treffen sich in der Mitte und dann gibt's auch den Sack. Aber es gibt immer den einen, der dann mit einer Reiterarmee, oder mit einer Reitereinheit ins gegnerische Dorf und da einfach die Dorfbewohner kaputt gemacht hat. Und du denkst dir einfach so, boah, Alter, was für ein Bitch-Move. Ja, ganz genau. Jetzt muss ich dafür wieder. Und er baut natürlich ganz entspannt weiter seine Einheiten und kommt dann irgendwann mit allen Einheiten. Und dann vorher aber immer, und dann versuchst du, okay, jetzt baue ich einen Verteidigungsturm. Und dann kommt er auf einem Katapult an, macht das kaputt. Du denkst dir, Alter, Kollege, ich will doch hier einfach erstmal, lass uns das spannend machen. Ja, voll. Falls da draußen noch irgendwie Leute eine Meinung zu Echtzeitstrategie haben, dann einfach eine Voicemail an podcast@nerdstar.de schicken. Wir würden uns gerne mit euch unterhalten. Bernie hat ja schon mal den ersten Schritt gemacht und seine Liebe zur Echtzeitstrategie dargelegt und fand ich auch gut. Aber bei aller Liebe und allem Lob, ich hatte zwischenzeitlich auch mal so ein richtiges Tief. Das fing, glaube ich, so nach Schlacht um Mittelerde 2 an. Da, ja gut, da hat man halt noch die Erweiterung gespielt, Hexenkönig von Angmar. Das war alles schön und gut, aber irgendwie flachte es dann ab. Ne? Man hatte irgendwie so nicht mehr, ich weiß gar nicht, was wirklich jetzt ausschlaggebend war, ob jetzt keine Lust mehr war oder die Leute nicht mehr spielen wollten oder man irgendwie gerade in dieser Phase war, wo man jugendlich war und halt andere Dinge tun wollte oder First-Person-Shooter besser waren, man weiß es nicht. Aber ich hatte jetzt eine sehr, sehr lange Zeit so Pause, muss ich sagen. Tatsächlich bis letztes Jahr hatte ich sehr wenig Echtzeitstrategie gespielt. Dann hatte ich hier beim Praktikum mal wieder Berührung mit Northgard, das ja dann in der Early Access war. Das hatte ich dann angetestet. Fand ich tatsächlich gut. Das hat ja so ein bisschen ein paar Elemente von Siedler, was ich damals auch überhaupt gar nicht so wirklich gespielt habe. Und dann war ich wieder angefixt. Dann auch mit der Age of Empires 2 HD-Version dann angefangen zu spielen und ja, gegen Marci halt. Und irgendwie bin ich jetzt wieder in diesem Thema drinne, muss ich sagen. Ja, bei mir hat sich das, wie ich eben schon gesagt habe, einfach wegentwickelt davon. Dass ich einfach diese Motivation nicht mehr hatte. Also ich wollte es halt strategischer machen und bin dann zu Rome Total War und bin dann zu den anderen Spielen, wo halt die Schlachten ganz raus waren. Ich habe jetzt letztens noch mal Rome Total War versucht anzumachen, aber mein Laptop ist inzwischen so weit runtergekommen, dass der nicht mal mehr Rome Total War starten kann. Das ist schade. Ja, auf jeden Fall, als Age of Empires 2 dann HD rauskam, dachte ich mir, boah, geil,
5 Minuten ging das und dann dachte ich mir, scheiße, Mist. Das klappt auf meinem Laptop nicht. Aber gestern habe ich dann auch mir Age of Empires natürlich mit angeguckt im Stream und dachte mir so, ich will. Heftig, ich auch. Das war einfach diese Nostalgie, die da rauskam. So, ja. Man hat sich wieder wie 8 gefühlt, also ich habe mich wieder wie 8 gefühlt, dabei zu sitzen, wie mein Bruder da spielt und zu denken, boah, ich mache das auch und versuche dann das Gleiche und wäre dann kaputt gegangen oder sowas. Genau, also ich sagte gestern auch so, ich guck das im Stream und denke mir so, pff, sieht schon heftig geil aus jetzt so einmal so drüber gepinselt und plötzlich hat das schon was. Ne? Ich habe zu Age of Empires 1 jetzt nicht mehr so den krassen Bezug, ist halt auch schon heftig lang her, also 2 habe ich definitiv mehr gesuchtet. Aber ich habe mir das angeguckt und erstmal im Internet geguckt, wie viel kostet das denn jetzt? 20? Ja. Kann man machen. Man eigentlich mal machen, ne? Habe ich auch drüber nachgedacht. Aber ich habe halt auch so eine schnarchige Leitung. Oh. Das dauert ein bisschen, bis das runterlädt. Aber warum nicht, ne? Man merkt das aber auch. Letztes Jahr war auch wirklich so eine gewisse Renaissance allgemein für die Echtzeitstrategie. Ja. Also das fing ja auch mit dem neuen Dawn of War an und Sacred und jetzt halt auch die Ankündigung, beziehungsweise jetzt auch dann der Release von Age of Empires Definitive Edition. Erwartet uns jetzt in den nächsten Jahren wieder so eine gewisse, so ein Boom? Also es wirkt ja fast so. Letztes Jahr kamen wirklich gute Titel raus. Ich glaube eher, dass die Leute merken, dass Spiele nicht unbedingt oder dass nicht unbedingt ein Genre-Erfolg hat, sondern einfach gute Spiele. Und Age of Empires 2 war einfach und ist immer noch ein sehr gutes Spiel. Ja. Und die Leute merken jetzt einfach, nur weil ein großer Name jetzt hintersteht, hinterm Spiel, heißt das nicht, dass es gekauft wird. Es muss auch gut sein. Und ich glaube, deswegen merken sie jetzt, okay, wir haben das Genre sehr, sehr lange vernachlässigt und es kam halt immer wieder was raus, aber es war einfach nicht gut. Weil das Geld nicht dahinter war, weil die Leute gesagt haben, lass uns ein Indie-Game daraus machen, weil ist ja eh nicht interessant. Erstmal Early Access. Alles erstmal Early Access. Wir haben Lisa als Early Access, Alpha-Version. Ne. Ja. Das ist halt auch mal das Problem. Obwohl, aber ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn du so eine so einen Aufguss machst. Ne? Ja, komm, wir bringen das Gleiche nochmal in HD raus. Ne? Oder obwohl es natürlich bei Age of Empires 1 so eine Sache ist, du kannst es ja schon verbessern, ne? Eben dann mit Hotkeys oder Zoom-Stufen. Ja. Dann wird es halt auch irgendwie besser. Diese alten Marotten, die es da gab, ein bisschen versuchen zu glätten. Aber die Frage ist dann, inwiefern ist es dann einfach nur ein Aufguss, wo alle sagen, das gibt's ja schon. Ja. Wenn du sagst, gut, das läuft jetzt komplett rund, haben wir ja gestern gesehen, dass der Bug mit den 7 Schiffen, die einfach nicht aufgetaucht sind, das ist einfach, das gehört einfach dazu, finde ich. Weil du kaufst das Spiel und weißt, da sind Bugs bei. Ja klar, also sollte eigentlich nicht so sein, dass wenn man sich ein Spiel kauft, dass da so heftige Bugs sind, aber es halt gehört dazu. Eine Definitive Edition und da ist halt vollkommen okay, wenn die alten Bugs halt dabei sind, weil das gehört einfach. Da wird es halt komplett auf die Nostalgie-Schiene gegangen. Das klar, ist jetzt halt auch die Frage, inwiefern man den alten Charme des Spiels irgendwie wieder aufleben lassen kann, was ihn ausgemacht hat und solche Sachen. Muss man gucken, ob man jetzt dann wirklich auch die Bugs extra drin lässt oder nicht. Aber ich habe es mir angeguckt und fand das wirklich toll. Also ich mag das Spiel. Hast du denn mal irgendwie, also um noch ein anderes Thema anzuschneiden, Strategiespiele auf Konsole. Da muss ich ja tatsächlich sagen, wie ich ja schon anfangs erwähnt habe, ich habe ja mit so solchen Sachen wie Dune 2000 oder tatsächlich auch Command & Conquer Tiberium Wars auf PlayStation 1 ging damals tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass es in den Jahren darauf immer schlechter wurde auf Konsole. Also ich habe schon ein paar Mal auf Konsole gespielt. Wie ist das denn bei dir gewesen? Dann? Also ich habe die Echtzeitstrategiespiele tatsächlich alle nur auf dem Rechner gespielt. Ich hatte auch nie die Berührungspunkte, dass irgendwelche Freunde oder sowas eine PlayStation-Version davon hatten. Mhm. Und dementsprechend hatte ich gar nicht diesen Test, diesen Vergleich. Aber ich finde, dass sehr viele Spiele, die auf dem PC sehr gut gehen, auch mit Controller sehr gut gehen. Man muss sich halt am Anfang reinfuchsen, aber das ist auch mit der Tastatur der Fall. Du musst einfach wissen, wo ist es. Klar, mit der Maus kannst du genauer klicken, aber ach ja, ich weiß aber gar nicht. Also
Es gibt halt viele Spiele, die dann eben auch mit Controller ein bisschen umständlich sind dann im Strategiemodus. Aber das die Spiele habe ich dann zum Beispiel nicht gespielt. Also ja, ich gut. weiß es nicht. Vielleicht hatte ich auch, vielleicht waren auch solche Sachen wie Dune und so damals auch total blöd. Aber irgendwie als Kind interessiert dich das auch nicht. Ne? Da steuerst du da gut. Das war vielleicht so ein bisschen so eine Delight-Version, dass du da irgendwie ein paar Einheiten steuerst und auf irgendwelche Gegner ballerst, aber vielleicht hat das einfach einen anderen Charme damals, weiß ich nicht. Vielleicht das, oder es kann auch sein, wenn du damit angefangen hast, dass du einfach gar nicht dieses andere gewohnt warst und dachtest, gut, ist doch entspannt. Und das war, wenn du, ist halt die Frage, ob du jetzt, wenn du zurückkommst, ob du jetzt Dune 1000 noch spielen könntest mit dem Controller. Das fände ich spannend. Ich glaube tatsächlich, das werde ich wohl nicht mehr, also ich würde mich sehr, sehr irgendwie unwohl fühlen, sage ich mal. Weil du bist halt schon ganz andere Sachen gewohnt. Und keine Ahnung, wenn ich mir so einen PlayStation-Controller in die Hand nehmen würde und mir Dune gucken würde, würde ich mir gleich denken, so, ja, okay. Wie geht das denn jetzt? So wie diese ganzen, wenn man diese ganz populären Videos findet, wie Kinder von heute nimmst und denen, keine Ahnung, irgendwie eine PlayStation in die Hand drückst und hier, spiel mal damit, so das erste Mal mit und die gar nicht klarkommen. Wo ist denn der Bildschirm davon? Ja. Ist das ein Touch? Wie geht die Konsole an? Die Streifen da über die Plastik, keine Ahnung, kann sein. Schön so einen alten grauen Gameboy. Jo. Das geht ja gar nicht. Das ist auch heftig belastend gewesen. Strategiespiel, gab es da eigentlich welche auf dem Gameboy? Ich glaube nicht. ich glaube, da hat die Konsole, der Gameboy das nicht mitgemacht. Ah. Ich meine, der alte Gameboy konnte ja noch nicht mal mehr als zwei Farben unterscheiden. Ob du da jetzt noch Strategiespiele? Da hättest du ja komplett nicht. Da hättest du schwarze Einheiten und grüne Einheiten gehabt. Wär doch nett so. Also ja. Mehrere Pixel gehabt. Gibt es eigentlich irgendwie so Wunschtitel oder Wunschfranchises, wo du gerne ein Strategiespiel von sehen würdest? Boah. Strategiespiele ja. Echtzeitstrategiespiele weiß ich nicht. Es ist. Bei manchen Spielen passt das nicht. Mhm. Einfach immer dieses Basisbauen und sowas, das passt bei manchen Franchises einfach komplett nicht. Bei Herr der Ringe hat es sehr gut gepasst, bei Star Wars würde es auch sehr gut passen. Gab es ja Empire at War. Aber jetzt da hast du mich jetzt auf dem kalten falschen Fuß erwischt. Das ist nicht meine Abteilung, ich bin nur der Praktikant hier, Leute. Richtig, Ach nee, weiß ich nicht. Also, Hast du denn da so einen Wunschtitel, Wunsch-Franchise, wo du... Ach, also ich bin jetzt mit Age of Empires aktuell sehr glücklich. Hab mir zwar auch Gedanken drüber gemacht, was mich jetzt interessieren würde, aber ich glaube, die machen da schon ganz gute Arbeit mit dem, was sie schon gebracht haben. Vielleicht würde ich mir ein neues Warcraft wünschen. Ja, da soll ja angeblich der vierte Teil in Produktion sein. Das wurde noch nichts angekündigt. Aber da würde ich, glaube ich, schon heftige Freudensprünge machen. Ja. Warcraft ist so Hammer. Das stimmt. Da wurde jetzt auch der zweite Film angekündigt. Jo. Ich glaube, Trailer gab es noch nicht, soweit ich weiß, aber... Aber über Warcraft 4 würde ich mich wahrscheinlich eher freuen, als über den Film, denke ich. Ich habe den ersten noch nicht gesehen, ich weiß es nicht. Nicht? Naja, nee. Muss ja nicht sein, nee. Sag ich mal. Also ich dachte mir so, nee, da ist mir der Hype komplett weggegangen. Ich hatte den ersten, die ersten Bilder gesehen, dachte, boah, sieht das geil aus. Dann kam der erste Trailer und ich dachte mir so, nö. Ich hab immer so ein bisschen das Problem, wenn irgendwie so, keine Ahnung, du hast da Bücher, Spiele und Filme und dann versuchst du mal so in deinem Kopf einfach so herauszufinden, wo genau ist der Film angesiedelt, was ist da jetzt anders als da und du denkst, nein, das war doch so und so. Und, ach nee, irgendwie. Mir auch vorstellen, dass es einfach schwer ist bei Warcraft, da hast du einfach diese Story gespielt und du weißt, wie es abläuft und dann siehst du den Film und denkst dir so, nee, das war so nicht. Nö, das ist falsch. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht, das ist falsch. Das Echtzeitstrategiespiel ist die Antwort. Alles andere ist doof. Richtig. Oh nee, weiß ich nicht. Warcraft als der Franchise, wo du sagen könntest. Ja. Klar ist auch viel Story bei WoW dann gehabt, ne? Weil World of Warcraft, aber. Aber auch basierend auf dem Spiel wieder. Ja, definitiv. Also schon sehr schön. So. Haben wir denn noch irgendwelche anderen Beiträge bekommen? Sprachbeiträge? Ich wollte gerade auch noch irgendwas erzählen und ich habe es jetzt schon wieder.
Ich hab's gerade irgendwie verschwitzt, Mensch. Das ist doof. Das war, glaube ich, noch was Lustiges, Mensch. Wenn es wichtig war, fällst du wieder ein. Das kann sein. Wurde mir immer gesagt. Wenn es wichtig ist, fällst du wieder ein. Was, also irgendwie, ich muss ja auch, also was mir jetzt so aufgefallen ist, wir haben ja schon ein bisschen unterschiedliche Gründe, warum wir jetzt das gerne Echtzeitstrategiespiele spielen. Aber das ist auch echt witzig, dass es wirklich bei jedem Titel unterschiedlich ist. Ne? Du kannst jetzt nicht pauschal sagen, ja, ich mag Strategie. Also klar, kann will ich jetzt für mich persönlich sagen, über allem steht schon, dass man halt diese Einheiten kontrolliert und sich irgendwie so erhaben fühlen kann. So, ja. Sozusagen so, ich wäre jetzt ein toller General und kann da jetzt hier die Orks besiegen, kann, weiß ich nicht, die Nazis im Zweiten Weltkrieg besiegen und ich kann... Oder auf Seite der Nazis kämpfen. Nein, das geht nicht. Oder wenn man jetzt Alarmstufe Rot 2 von Command & Conquer nimmt, ich kann das Pentagon in die Luft sprengen. Das hat schon irgendwie so ein gewisses Machtgefühl gehabt. Fand ich irgendwie auch immer spannender als jetzt bei einem First-Person-Shooter da à la Call of Duty oder so durch die Gegend zu rennen und sagen, hey, ich hab den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg gewonnen, so. Der ja doch immer relativ straightforward war. Du musst jetzt dahin gehen, dann musst du um die Ecke gehen und dann passiert das. Das stimmt, du konntest mit den Echtzeitstrategiespielen schon die Story quasi selber, du hast die Story natürlich gespielt, aber trotzdem komplett selbst beeinflusst. Genau, ich habe das auch früher gerne so gemacht, mir im Kopf dann noch irgendwie so ein Szenario zusammengereimt. Wie Bernie auch in seiner Nachricht eben gesagt hat, es ist ja nie, die Spiele sind ja alle unterschiedlich. Ja. Du hast nie exakt das Gleiche danach. Ne? Sei es jetzt irgendwie eine andere Map, irgendwo die Ressourcen sind woanders oder der Gegner spielt anders. Das fand ich auch mal ganz spannend. Da baust du ja noch so eine kleine Story auf. So, ja. Hast du denn auch, man konnte ja zumindest bei Age of Empires 1 und 2, ich weiß nicht, wie es bei Command & Conquer war, da konntest du ja auch eigene Kampagnen erstellen. Da konntest du in den Editor gehen und dann konntest du entweder eine Map einfach nur machen oder du konntest eine komplette Kampagne erstellen. Hast du das auch gemacht? Oder? Oh, das war mal witzig. Ja, ich habe auch Maps erstellt. Ich hatte einfach mal so einen Knopf gedrückt und einfach gefühlt 6 Milliarden Löwen auf diese Map geklatscht. Und dann angefangen zu spielen. Bums, alle tot. Oh, verdammt. Warum das denn? Ja, das stimmt, das habe ich früher gerne gemacht als Kind. Da baust du irgendwie so hier ein paar Tiere, da ein paar Tiere und dann ärgerst du dich plötzlich, oh Mensch, jetzt sind alle meine Bauern tot, wie ist das nur möglich? Ja. Überpopulation an Raubtieren auf der Map, aber warum sind bloß die Bauern warum alle tot? Warum können die sich nicht verteidigen? Ja, du willst irgendwas bauen, bums, tot. Nee, ich hab da auch immer dann versucht, diese Kampagnen zu erstellen. Mhm. So, ich hatte mir dann vorgenommen, sowas wie die Barbarossa-Kampagne oder John Dark. Und dann habe ich die gemacht und ich glaube, wenn ich die heute spielen würde, würde ich mir denken, oh mein Gott, was hast du denn da gebaut? Erstmal, die Maps sahen wahrscheinlich unglaublich schlecht aus, weil du dachtest, ja, da passt ein Baum hin, da passt ein bisschen Gold hin, da ein paar Steine. Schön Terraforming. Nein, der Baum muss exakt da sein, nicht da. Das sieht viel schöner aus. Man hat versucht, das so wild zu machen, aber irgendwie hat es dann doch einen großen Wald, ganz viele Steine auf einem Haufen. Ab und zu, das war. Ich weiß nicht, ich habe da immer irgendwie linke Maustaste gedrückt, einmal quer über die Map gezogen, so eine Schneise, so ein Wald, so Bäume gehabt. So möglichst Strich. Zufällig, man baut zufällig ein gerader Strich durch die Map, so, ja, das ist natürlich, so muss das jetzt aussehen. Ja. Nee, das habe ich auf jeden Fall auch immer gerne gemacht. Aber irgendwie war ich, ich hatte immer an Echtzeitstrategie einen Spaß gefunden, aber ich habe jetzt nie so heftig ernst gespielt, dass ich dann irgendwie gesagt habe, nee, ich muss jetzt irgendwie die Einheiten bauen, die sind jetzt viel effektiver oder so. Oder eigentlich wäre das besser. Ich habe irgendwie einfach immer nur aus irgendeiner Laune heraus irgendwas gebaut und egal bei welchem Spiel es war, obwohl ich sagen muss, bei Company of Heroes musste man schon ein bisschen strategischer sein. Da konntest du jetzt nicht mehr so viel Randomness leisten. Das war halt immer schon schwieriger. Aber das hat mir auch echt Spaß gemacht. Das war dann irgendwie dieses Echtzeitstrategie für Erwachsene. Kam vielleicht ein bisschen zu früh für mich, aber hat echt Spaß gemacht. Aber du konntest es genießen. Ja, voll. Vielleicht ist das doch dann der Sprung quasi, der einen selbst quasi zum ernsteren Spieler eventuell macht, so ein Spiel. Weil wenn du immer diese gleichen Spiele hast, dann denkst du dir, gut. Kann sein. Also, keine interne Weiterentwicklung. Also wenn ich irgendwie eine RTS Pro-Karriere anfangen wollen würde, dann eher in COH als in StarCraft 2 selber. das fand ich dann schon irgendwie besser, weil
StarCraft 2 habe ich auch dann dieses Jahr so einen Schnellkurs gehabt, sag ich mal. Okay. Du hast ja dann diese drei Rassen. Ich so, okay, ich nehme irgendwie die Menschen. Erstmal, ich nehme Menschen, das geht schon, passt irgendwie. Und dann musst du jetzt so die ganzen Einheiten lernen. Und denkst du so, oh Mann, ey, das ist. Ah, der ist gut dafür und der dafür, nee. Okay, diese Flugeinheit ist jetzt zu schwach gegen die. Oh, und denkst du so, Mann. Jetzt soll mal irgendwie alles lernen und diese. Aber das ist dann auch blöd, wenn du erstmal lernen musst, quasi, um ein Spiel spielen zu können, dass das erstmal beigebracht werden muss. Das finde ich blöd. Ich weiß nicht, gibt es da eine vernünftige Solo-Kampagne, wo du es quasi lernen würdest? Ja, oder? Voll. Also die ist ja auch wieder aus dem Hause Blizzard, okay. Und StarCraft. Klar. Ja, stimmt. Ja. Ich ziehe die Frage zurück. Das ist ja eigentlich schon fast Blasphemie. Nein, StarCraft 2 hat auch eine heftig geile Kampagne, wo jede Mission auch unterschiedlich ist. Und finde ich auch super. Also hast auch immer die Bonusmissionen, so rette hier und da ein paar Leute, mach dies und jenes. Finde ich auch mal ganz gut, wenn die Kampagne so abwechslungsreich ist und du nicht immer wieder alles das Gleiche machen musst, ne, wie bei anderen Strategiespielen. Ja, bei vielen Spielen ist ja inzwischen die Kampagne quasi nur das Tutorial fürs Online-Spielen. Ja. Aber es braucht halt eigentlich eine Story. Da hast du tatsächlich bei StarCraft 2 hast du, wenn du online spielen willst, dann kannst du, hast du auch erstmal sowas wie ein Tutorial. Also du schließt, glaube ich, drei Stufen ab. Okay. Und, also erstmal so ein leichtes, da hast du, glaube ich, nur irgendwie Bodeneinheiten. Dann hast du wieder, also dann beim nächsten Mal hast du Boden und Fahrzeuge und dann irgendwie am Ende noch alles, also mit Flugeinheiten und so. Und wenn du die drei Sachen irgendwie abgeschlossen hast, kannst du quasi, oder kannst auch schon vorher, aber das dient dir quasi zur Orientierung. Aber muss ich auch echt sagen, früher war das wesentlich, war der Fokus schon mehr auf irgendwie Kampagne. Weil hast du bei Age of Empires ja auch noch dann Synchronstimmen gehabt und so. Ja. Gestern auch reingehört, dachte ich so, aua, das klingt ja wirklich toll. Das ist schön. Ja, das stimmt. Das ist, wo jede Einheit dann auch Vololo. Vololo. Ja, stimmt. Das sind auch solche Klassiker. Also die auch nie weggegangen sind, glaube ich. Nee. Diese Witze mit Vololo. Nee, also Age of Empires hat dann definitiv einiges geprägt. Also die. Ein bisschen Holz, bitte. Ja, herrlich. Also, was ist denn dein absolutes Lieblings-Echtzeit-Strategiespiel? Was, wenn du jetzt auswählen müsstest, welches wäre das? Ich glaube, ich würde aufgrund meiner Franchise-Affinität zu Schlacht um Mittelerde gehen. Also, wenn ich die Spiele vor mir liegen hätte und einen spielen sollte, würde ich wahrscheinlich Schlacht um Mittelerde 2 nehmen. Auch wenn es nicht das Beste ist. Also es ist nicht, es ist das, was ich spielen würde, aber es ist nicht unbedingt das Beste. Das Beste ist, glaube ich, wäre eins der Age of Empire. Ob es jetzt das erste oder das zweite ist. Hm. Keine Ahnung, aber oder Empire Earth, aber Schlacht um Mittelerde würde ich wahrscheinlich wählen zu spielen. Ja. Ich weiß nicht, also ich finde das auch sehr. Einfach weil ich die Drachen liebe. Die Nazgul aufzubauen, die Drachen. Ja, oder die Adler, wenn du die rufen kannst. Oder die Ents. Und wenn du dann Galadriel dann einen Ring hat und als Benji da über die Map zieht, das ist, ja, oder Sauron. Eben, oder also wenn du halt auch dieses Feeling für dieses Franchise hast. Irgendwie witzigerweise hatte ich zu Empire at War, also von Star Wars, jetzt nicht diesen riesen Bezug. Also ich bin zwar auch sehr großer Star Wars-Fan, aber da hat mich eher, also die ersten Battlefront 1 und 2, da habe ich auch die Kampagne gespielt, aber Empire at War habe ich auch. Ich dachte mir so, als es rauskam, so cool, das will ich spielen, aber habe es dann aus den Augen verloren, weil das wurde gar nicht so, es wurde zu dem Zeitpunkt gar nicht so gehypt, glaube ich. Nee, also ich hatte jetzt auch nicht so einen riesen Hype mitbekommen. Ein Kumpel hatte sich das dann mal geholt, ich weiß auch gar nicht, wann das genau rauskam. Ich habe es mir angeguckt, fand es eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Aber ich glaube, das war dann schon. Da war schon die Formkurve für die Begeisterung für Echtzeitstrategie ging schon so runter, weil ich habe es ein bisschen gezockt, ein bisschen Kampagne, aber es hat mich nicht gezogen. Also das tatsächlich, man sieht, man kann nicht alles nur mit Franchise-Liebe hochziehen. Aber ich muss jetzt auch überlegen, wenn ich jetzt die ganzen Spiele vor mir hätte, ich wüsste tatsächlich gar nicht so genau, welches ich nehmen sollte.
Wahrscheinlich würde ich. So, Marcy schreibt jetzt auch seine Sachen rein. Age of Empires 2, Age of Empires, Cultures, Empire Tour, die Siedler, Empire Earth, Force Commander, Empires und Rise of Nations. Alles Liebe, sagt er. Ja. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt, wenn es darum ginge, was ich jetzt spielen sollte, würde ich wahrscheinlich auch Schlacht um Mittelerde nehmen, weil ich es ewig nicht gezockt habe. Ja. Ich weiß nicht, wie lange. Ich frage mich, ob Schlacht um Mittelerde 2 jetzt noch auf dem aktuellen Rechner funktionieren würde mit Windows 10. Wäre schön, würde ich gerne mal wieder spielen, weil ich es echt lange nicht mehr gespielt habe. Auch die alten Command & Conquer würde ich gerne spielen, die fand ich auch immer schön. Aber ich glaube, Empire würde ich auch gerne mal wieder, meine Fresse, ich habe eine ganze Liste von Echtzeitstrategien. Eigentlich würde man den ganzen Tisch gerne sagen, den vollen Tisch sagen, gut, ich setze mich jetzt für eine Woche in mein Zimmer, an meinen Rechner und spiele das. Ja, da sieht man Lobo im Chat, der ist auch C&C-Fan. Und ist geschockt von Marcel. Schock von Marcy. Ja gut, Siedler, wie eben ja schon angesprochen, hatte ich jetzt selber nicht so. Ich hatte es mal gespielt, ich glaube auch Siedler 2, aber es hatte mich mit diesen knobigen kleinen Mannequins da, oder was klein, die waren ja im Gegensatz zu einem etwas, war mir ein bisschen zu verniedlicht, sag ich. Also Siedler 3 habe ich viel gespielt. Da gab es ja auch die den Story-Modus mit den Ägyptern, den Chinesen und ich weiß nicht wem noch. Aber Maxi äußert sich auch. Finde ich auch schön. Ja. Warhammer 40.000, Dawn of War, ja. 40k, nie gespielt. Das ist wirklich, also das erste, das war so geil. Ich habe da immer nur auf das Tabletop gespielt. Ja, ich wollte es gerne spielen, aber ich war unterprivilegiert, ich hatte keine Kohle dafür. So. Ja, ich auch nicht. Mein Bruder hat mir die Ork-Armee zum das Großteil zur Verfügung gestellt. Nice. Also, Freunde von mir hatten das gespielt, da war ich halt immer dabei. Ich war da eher so nur Trading Card Game unterwegs. Aber dann kam Dawn of War raus und ich war auch schon in diesem Franchise ein bisschen drin und ich fand es super. Also auch die Spiele, die Maxi dann nennt, sind alle sehr gut. Ja. Habe ich auch alle so gespielt. Fand ich toll. Aber ich glaube, wenn ich mich wirklich festlegen müsste, um jetzt doch mal meine Meinung nennen zu dürfen. Nein! Nein! Meinung! Oh mein Gott! Meinung Alarm! Würde ich wirklich Age of Empires 2 sagen. Das ist, glaube ich, von allen irgendwie so heftig im Gedächtnis geblieben. Zwar ist Herr der Ringe unangefochten ein geiles Franchise, aber Age of Empires hat halt seine Sache so richtig gemacht. Auch als ich dann. Auch weil es mit der Vorreiter war. Ja. Das Spiel prägt einfach alles. Das stimmt. Also gäbe es keine Age of Empires und Age of Empires 2 wäre alles irgendwie so. Wäre die Welt traurig, düster und farblos. Und wir hätten kein Programm für gleich. Und wir hätten kein Programm für gleich. Gestern kein Programm gehabt, Mensch. Und diese Stunde hätten wir uns auch nur angeschwiegen. Ja, sozusagen. Wir hätten nicht um Holz gebeten. Ja. Wir hätten nicht gebetet. Ja. Vololo. Ja. Ja. So, auf jeden Fall merkt man, dass die Community irgendwie auch so, relativ breit gefächert ist. Also irgendwie, was mir jetzt auch aufgefallen ist, durch Maxis und Marcis Meinungen, dass irgendwie, wenn man ein Echtzeitstrategiespiel mag, mag man auch viele andere. Ist man sehr offen, sag ich mal. Das stimmt. So. Ja. Das soll es, denke ich mal, gewesen sein. Ich glaube auch. Das ist, wir können jetzt noch viel über unsere Favoriten reden, aber Marci sitzt auch schon gespannt auf seinem Rechner, an seinem Rechner, mit Krone auf, sehe ich gerade. Genau, für die Podcast-Hörer im Programm geht es gleich weiter und richtig. Wir haben ihn angeheizt mit unseren Echtzeitstrategie-Erzählungen und er darf jetzt Echtzeitstrategie spielen. Wenn ihr noch mehr von unseren Podcasts hören wollt, die gibt es auf iTunes. Genau. Auf unserer Homepage gibt es die auch. nerdstar.de. .de, genau. Das war's von uns, würde ich sagen. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Den Hörern und den Zuschauern einen schönen Abend mit Marcy. Während er Age of Empires spielt.